Wie versprochen haben wir den Void.me schon ein bisschen ausprobiert und wir haben jetzt gleich ein paar Tests für euch. Wir haben den ja bei Indiegogo bestellt und wir sind bisher eigentlich ganz zufrieden damit. Bevor wir jetzt zu den Tests kommen, zeigen wir euch kurz das Stecksystem, wie man den Behälter entleert und wie man den Filter wechselt. Wie immer findet ihr unten in der Beschreibung einzelne Kapitel. Wir würden uns über ein Like und ein Abo freuen. So, wir wollten euch einmal kurz zeigen, wie man das Ganze zusammenbaut, weil das ist super variabel. Nee, doch, das geht da auch drauf. Das kann man nämlich einfach so zusammenklacken. Hier oben ist immer ein Knopf, mit dem löse ich das Ganze wieder. Genauso passt das hier drauf. Und es passt die kleine Bürste direkt drauf. Das Besondere immer hier ist, so Strom wird weitergeleitet, dass die Bürste halt auch nicht nur durch den durch die Luft angetrieben wird, sondern halt durch den Strom. Das große Rohr, so, passt natürlich auch. Und an das große Rohr kann ich jetzt auch alle kleinen Sachen auch nochmal dran anschließen. Ich kann die kleine Bürste dran anschließen. Ich kann, warum auch immer man das machen will, das Variable dran anschließen. Ich kann natürlich die große Bürste dran anschließen. Was vielleicht hierzu noch besonders ist, das ist so zusammengesteckt. Das habt ihr eben im Unboxing-Video auch schon gesehen. Dann habt ihr halt noch die Bürste fürs Sofa ist die oder keine Ahnung was dabei. Die Metallstifte sind nicht nur dafür da oder dafür gut, dass halt der Strom weitergeleitet wird, dafür sind sie hauptsächlich da. Ihr könnt euch aber auch nicht vertun, dass ihr das jetzt versucht falsch rum reinzustöpfen, das geht nicht. Man bekommt das einfach dran gesteckt, das ist wirklich super easy. Eigentlich nichts Besonderes, aber hier ist halt der Adapter, den müsst ihr nur ganz einfach draufstecken und dann passt das in eure Steckdosen. So, jetzt zeigen wir euch einmal, wie man den Staubbehälter wechselt und den internen Filter. Ihr müsst ganz einfach nur hier oben den Knopf drücken, dann löst sich der Staubbehälter und ihr habt den schon in der Hand, um den zu entleeren. Um den in der Mülltonne zu entleeren, müsst ihr einfach nur die Klappe aufmachen. Das ist hier mit so einem Riegel, die einfach nur nach oben machen. Und ihr könnt das Ganze in die Mülltonne entleeren. Wenn ihr das jetzt noch weiter sauber machen möchtet, beim ersten Mal geht der Filter hier oben etwas schwer raus. Ihr müsst hier oben die beiden etwas zusammendrücken und das Ganze etwas hin und her bewegen. Dann geht der einfach raus. So findet ihr das dann vor. Ihr könnt dann hier den Filter noch weiter rausziehen. Dann könnt ihr den Behälter ausspülen und hier auch die Staub- und Flusen, die sich so dran sammeln, entfernen. Das Ganze könnt ihr nicht wieder falsch reinpacken, weil ihr habt hier eine Arretierung und das passt nur so wieder zusammen. Den Bügel wieder umlegen, ist ja logisch. So, dabei hatten wir jetzt noch diesen kleinen Filter. Den könnt ihr variabel einbauen. Den müsst ihr nicht einbauen, das kann man machen. Dazu entfernt ihr vorher natürlich hier dieses Papierchen, legt den Filter einfach nur oben drauf. Und auch hier den Filter könnt ihr nicht falsch einbauen. Der hat hier den gleichen kleinen Ausbuchtungsnupsen. Und so könnt ihr das wieder zusammenbauen. Und schon könnt ihr den Filter und den Behälter wieder einsetzen und weiter staubsaugen. Wir zeigen euch jetzt nochmal kurz die Bürsten. Wir haben halt zwei verschiedene, die jetzt von Anfang an drin ist, hat einmal hier so weichere Borsten und in der Mitte etwas festere Borsten. Der Wechsel ist eigentlich ganz einfach. Hier oben ist ein kleines orangenes Nüppchen. Ich halte mal gerade den Finger was drauf, weil ihr habt das gesehen, das springt ein bisschen raus. Das hier legt ihr einmal zur Seite und dann müsst ihr einfach nur ein bisschen fummeln und dann habt ihr die Bürste schon in der Hand. Ihr müsst an der Bürste etwas kräftiger ziehen. Die andere baut ihr genauso einfach ein, legt ihr rein und dann kommt das einfach wieder drauf und fertig. So, auch die kleine Bürste müsst ihr ja ab und zu mal reinigen. Die hat jetzt ja allerdings diesen Plastikaufsatz davor und ihr kommt da nicht wirklich dran. Um die zu reinigen, könnt ihr den aber entfernen. Da gibt es hier den Verschluss. Wir haben dafür jetzt eine Münze benutzt.
erst dachte ich, wir könnten halt unser Reinigungstool nehmen, aber das passt leider nicht. Das hätte man vielleicht da auch noch ein bisschen anders machen können. Ich krieg's auch so nicht mit den Fingern gedreht. Also nehme ich mir jetzt einfach die Münze, zurück, ich muss mal da gucken, und drehe das auf. So, da habe ich hier das Teil schon in der Hand. Das in der Hand und kann jetzt ganz einfach, na komm, geh ab, das Dings entfernen. So. Und kann dann halt auch da die Bürste rausnehmen, alles mal sauber machen, was sich hier an Staub und Dreck sammelt. Setze die Bürste wieder ein. Dann kann ich mich auch hier nicht vertun, dass ich das irgendwie so falsch rum drauf baue, sondern die andere Seite ist zu. So, dann habe ich das wieder zusammen, wieder zudrehen und weiter saugen. Ich möchte euch kurz ein paar Eckdaten weitergeben. Das Gewicht ist zwischen 1,5 und 2,5 Kilo. Das kommt darauf an, welche Bürste und welche Aufsätze ihr dran habt. Die Akkuleistung beträgt 2500 mAh. Der Hersteller hat angegeben, dass bei der niedrigsten Stufe ihr damit 55 Minuten ungefähr staubsaugen könnt und bei der höchsten 10. Wir haben das Ganze auch mal getestet und sind bei der niedrigsten Stufe allerdings nur 45 Minuten hingekommen und auf der höchsten Stufe, da waren es wirklich so 9,5 Minuten. Bis der Akku auf 100% geladen ist, hat der Hersteller gesagt, dauert es 2,5 Stunden. Wir haben das auch mal getestet. Bei uns waren es circa 2 Stunden 20 Minuten, also kommt das so ungefähr hin. Der Motor hat 380 Watt. Der Behälter ein Volumen von 0,4 Liter. Die Saugleistung könnt ihr variieren. Es gibt drei Einstellungen. Ihr habt 80, 130 und 180 Watt. Da gibt es einen kleinen Clou, dass ihr dazu die App allerdings braucht. In der App könnt ihr nämlich von den Standardeinstellungen, die auf 80 und 130 sind, switchen und das Ganze dann von 130 auf 180 einstellen. Das müsst ihr dann halt selber entscheiden, was ihr braucht oder ob ihr das halt jedes Mal anders variiert. Das geht leider nicht am Gerät selber. Wir haben jetzt in unseren Tests, die gleich folgen, allerdings die Standardeinstellung gelassen. Das heißt, wir haben nur mit 80 und 130 Watt getestet. Das heißt also, wenn wir immer die höchste Saugleistung hatten, hätten wir theoretisch noch eine Stufe höher gehen können. Die Elektrobürste ist eine Elektrobürste mit Direktantrieb. Das heißt nicht, sie wird durch die Saugkraft betrieben, sondern sie wird durch Strom betrieben. Der Rotmi hat einen HEPA-Filter, den könnt ihr ganz einfach wechseln. Es liegt ein Ersatzfilter mit bei und der Motorfilter ist waschbar. Wir haben das Ganze für euch auf drei verschiedenen Oberflächen getestet, auf Laminat, im Badezimmer auf den Fliesen sowie auf unserem Fußabtreter, der als unser Teppichersatz herhalten musste, weil wir keinen Teppich im Haus haben. Zum Testen genutzt haben wir Sand, Katzenstreu, Reis und Cornflakes. Zuerst haben wir Sand auf dem Laminat getestet. Da hatte der Reutni weder bei Saugstufe 1 noch Saugstufe 2 Probleme. Danach haben wir das Katzenstreu versucht, da ging auch alles weiter ohne Probleme durch. Der Reis war ein kleines bisschen das Problem, dass er den so vor sich her geschossen hat, sozusagen. Das hat er so wie in Stufe 1, so wie in Stufe 2 auch gemacht, er hat ihn aber aufgesaugt. Auch die Cornflakes hat er überraschenderweise ohne größere Probleme geschafft. Auch die hatte ein bisschen vor sich her gekickt, aber das war halt wirklich minimal. Auch Stufe 1 hat dafür schon vollkommen ausgereicht. Auf dem Laminat hat er mit dem Katzenfell in beiden Stufen keinerlei Probleme. Dann haben wir das Ganze auch nochmal auf unserem Teppichersatz, unserem Fußabtreter gemacht. Da konnte man sehen, dass der Rolfni in Stufe 1 mit dem Sand schon ein bisschen Probleme gehabt hat. Er hatte halt mit einmal hin- und zurücksaugen nicht alles aufsaugen können. Auf Stufe 2 war das Ergebnis schon besser, allerdings auch noch nicht ganz perfekt. Das Gleiche war beim Katzenstreu. Auch hier hat er das beim ersten Mal saugen auf Stufe 1 nicht ganz so gut geschafft, wie wir uns das gewünscht hätten.
und bei Stufe 2 war es ebenfalls besser. Für mich wäre das Ergebnis dann ausreichend gewesen, aber ich wäre noch zweimal über die Stelle gegangen. Beim Reis hatte er hingegen gar keine Probleme. Die wurden auf dem Teppich jetzt auch nicht mehr groß vor sich hergeschoben oder weggeschleudert. Das hat gut funktioniert. Das ging in Stufe 1 schon und in Stufe 2 natürlich dann auch. Die Cornflakes hat er ebenfalls hervorragend geschafft auf dem Teppich. Die wurden nicht in den Teppich gedrückt, sondern einfach alle aufgesaugt. Das hat er auch hier in Stufe 1 geschafft und Stufe 2 war natürlich ebenfalls kein Problem. Auch hier, wie ihr seht, kein Problem. In Stufe 1 und 2 wird das Katzenfell problemlos aufgesaugt. Dann sind wir in unser Badezimmer gewandert. Dort haben wir Fliesen liegen. Die Fliesen sind etwas uneben. Ich habe den Sand über die Fuge auch gestreut, damit man schauen kann, ob er auch ein bisschen in die Tiefe kommt. Auf Stufe 1 hat er das nicht geschafft. Auf Stufe 2 war das Ganze dann wieder perfekt. Danach haben wir dann das Katzenstreu gemacht. Beim Katzenstreu war ähnlich das Problem wie beim Sand, ging aber schon etwas besser. Der Reis wurde wie auf dem Laminat wieder so etwas weggeschleudert, das ist halt ein bisschen ärgerlich, wurde aber sonst in der großen Masse gut aufgesaugt. Das war weder Stufe 1 noch 2, konnten wir jetzt keinen gravierenden Unterschied feststellen. Auch die Cornflakes hat er im Badezimmer hervorragend geschafft. Stufe 1 kein Problem, auch Stufe 2 natürlich dann auch kein Problem mehr. Auch hier, wie ihr seht, kein Problem. In Stufe 1 und 2 wird das Katzenfell problemlos aufgesaugt. Also abschließend kann ich zu unseren Tests sagen, dass wir mit der Saugleistung vollkommen einverstanden sind. Die ist eigentlich sehr gut. Wir sind halt über die Stellen immer nur einmal gefahren und wir haben halt nicht alle drei Saugstufen benutzt. Wir sind halt immer nur bis zu den 130 Watt gegangen und nicht bis zu den 180. Auf dem Teppich sowie im Badezimmer wären wir nochmals über die Stelle gefahren, hätte er auch alles aufgesaugt gehabt. So war es natürlich ein bisschen, ja gut, hätte etwas besser abschneiden können, aber für uns ist das vollkommen ausreichend, weil im normalen Leben fährt man halt über die Stelle auch mehr als einmal drüber. So dass wir abschließend eigentlich nichts Negatives sagen können. Die Handhabung war einfach und die Stellen waren danach auch wirklich eigentlich sauber. So viel also erstmal zur Saugleistung. Zum Abschluss dann nochmal zusammengefasst unsere Vor- und Nachteile, die wir so im Laufe der Zeit feststellen haben können. Vorteil ist zum einen die schnelle Akkuladezeit. In 2,5 Stunden ist er wieder voll geladen und wir können wieder komplett saugen. Zum anderen hatte er schon eine relativ lange Laufzeit auf der niedrigsten Stufe mit 45 Minuten. Wir brauchen das in der Regel nicht so, aber ich denke, man bekommt auch schon gut 2-3 Zimmer in seiner Wohnung damit ohne Probleme gesaugt. Was man im Video jetzt nicht so hat sehen können, er hat auch vorne eine LED-Leuchte. Viele sagen, ja gut, braucht man nicht. Ich finde es eigentlich ganz praktisch, wenn man mal so unterm Sofa oder unterm Schrank saugt. Dann sieht man halt, ob da noch was an Wollmäusen oder so liegen geblieben ist. Ist nice to have, braucht man aber theoretisch nicht. Dann die App. Auch die App ist eher so eine Sache, so weiß ich nicht. Man kann nicht super viel einstellen. Ja, sie gibt einem so ein paar Infos, aber ich könnte darauf verzichten. Ebenfalls als positiv empfinde ich es, dass ich nicht dauerhaft einen Knopf gedrückt halten muss. Ich persönlich finde das super anstrengend, wenn man saugt und andauernd muss ich irgend so einen Knopf gedrückt halten. Da muss ich hier halt nur einmal drücken und ich habe halt jeweils die Saugleistung, die ich haben möchte und die läuft halt durch. Auch wenn ich ihn zur Seite legen würde, kann ich direkt wieder nehmen und muss nicht wieder irgendeinen Knopf drücken und kann weiter saugen. Positiv zur Saugleistung nochmal kurz. Er kam hervorragend mit groben Sachen klar. Wir haben halt eigentlich viel mehr gedacht, dass er auch so bei den Cornflakes Probleme kriegt, dass er die nicht aufgesaugt bekommt, sondern vor sich her schiebt. Das hat er alles super hinbekommen. Ebenfalls halt auf den glatten Flächen hatte er keine Probleme. Was ich übrigens auch noch gut finde, ist die Auswahl an Aufsätzen. Er hat da wirklich ein ganzes Bataillon mit.
Da ist auch die Frage, braucht man sie oder braucht man sie nicht? Ich finde sie ganz praktisch. Ja, man hat halt alles zur Hand, was man brauchen könnte. Er hat auch noch zwei Knöpfe, wobei ihr mit dem untersten Knopf immer an- und ausschalten sowie die Stufen wechseln könnt. Wenn ihr den aber vielleicht etwas anders haltet oder nach oben gekippt, könnt ihr auch nochmal mit dem zweiten Knopf die Geschwindigkeit verändern, die Saugleistung verändern. Ausmachen geht mit dem aber nicht, das geht nur mit dem unteren Knopf. Besonders positiv möchte ich noch kurz hervorheben, was einmal eingesaugt ist und oben in dem Staubbehälter angekommen ist, bleibt auch wirklich da. Wir haben einen Test noch mit einem anderen Staubsauger gemacht. Da war halt das Problem, sobald man ihn gekippt hat, rieselte schon der Sand teilweise wieder aus dem Gerät raus. Wenn ich den geschüttelt habe, hat je nachdem die Klappe da drinnen nachgegeben, wenn oder wenn was verkeilt war, genau, weiß ich es nicht, dann kam mir mehr oder weniger der ganze Inhalt in einem Schwupps entgegen. Das war so ärgerlich, das hat mich wirklich geärgert, das muss ich halt sagen, das kann da nicht passieren, weil ihr zum einen oben die Öffnung habt und ja, ihr müsstet ihn einmal ganz auf den Kopf drehen und dann kann nichts ins Rohr fallen, weil er steht ja auf dem Kopf. Anders kann halt nichts mehr rauskommen und selbst wenn was rauskäme, habt ihr auch da nochmal eine Rückschlagklappe, sag ich jetzt mal, eingebaut. Jetzt einmal dann zu dem Unangenehmen, den negativen Sachen. Zum einen ist die Saugleistung halt nicht immer ganz hundertprozentig gegeben. Das hat halt der Test so ergeben, wobei man da halt die Abstriche machen muss, wenn man nochmal drüber fährt, ist auch alles erledigt. Das Entfernen und Reinigen von den Bürsten ist ein bisschen fummelig. Das hätte man etwas einfacher und komfortabler lösen können. Dann ist ebenfalls das Entleeren von den Behältern nicht immer ganz so einfach. Man kann das nicht mit einem einfachen Knopfdruck machen. Das hakt ab und zu mal etwas. Da muss man dann halt mal ein bisschen gucken. Auch das Einsetzen muss man halt schauen, was man macht. Das hätte man vielleicht etwas anders noch gestalten können. Dann etwas, was uns weniger gut gefallen hat, ist einmal die Ladestation. Da kennen wir halt von anderen Herstellern, dass es das deutlich komfortabler gibt. Hier haben wir eigentlich nur Magneten, der den Staubsauger an der Wand hält und wir müssen immer das Kabel oben reinfummeln. Das Ganze hätte man ein bisschen komfortabler lösen können. Ebenfalls muss ich alle Aufsätze in einem Beutel separat irgendwo hingestellt haben und habe keine Möglichkeit, die irgendwie am Gerät oder an der Ladestation zu befestigen. Wir haben nur ein Problem, sobald er nicht am Strom hängt, für eine gewisse Zeit, es muss noch nicht mehr lange sein, fängt es an zu blinken und es funktioniert. Also ich kann ihn nicht mehr starten. Wenn ich den jetzt gleich wieder an Strom kurz hänge und etwas warte, zeigt er mir auch direkt an, ah, die Batterie ist jetzt noch 3/4 voll. Ich muss trotzdem im Moment warten und dann kann ich wieder mit ihm saugen. Wir haben noch nicht so ganz verstanden, ob wir das Problem sind oder ob das so immer ist. Oder ob wir so ein Montagsmodell erwischt haben, wir haben keine Ahnung. Das ist halt ganz schön ärgerlich, weil eigentlich war der auch so gedacht, ich saug jetzt halt mal kurz, stelle ihn zur Seite, mache irgendwas und so eine halbe Stunde später nehme ich ihn wieder zur Hand und sauge weiter. Das kann ich meistens aber nicht, weil er halt dann in diesem Modus ist und ich muss wieder laufen zur Ladestation, ihn wieder anstecken und wieder warten, bis ich damit dann weiter saugen kann. Das ist bis jetzt das größte Manko. Ich verstehe nicht, wo das Problem ist. Vielleicht machen wir was falsch. Wenn es einer weiß, darf er uns das gerne sagen. Vielleicht ist es auch irgendein anderes Problem, was schon bekannt ist und behoben wird in Zukunft. Aktuell ist es bei uns also noch so, dass wir ihn immer sofort wieder anstecken müssen, weil wir sonst halt keinen sofort benutzbaren Hand- oder Bodenstaubsauger haben. Ganz zum Abschluss, wir würden ihn uns immer wieder kaufen. Der Preis liegt im Moment zwischen 250 und 350 Euro. Der ist vollkommen angemessen. Für die Saugleistung, die Akkuleistung und alles, was er mitbringt, einfach nur top. Das Einzige, was wir halt als kleines Problem sehen, ist diese Ladelampengeschichte. Keine Ahnung, was das ist. Wir möchten uns bei euch fürs Zuschauen bedanken und vielleicht schaut ihr noch mal rein. Wenn ihr noch nicht habt, würden wir uns über ein Abo freuen, wo auch immer das Abo-Dings ist. Und ihr dürft gerne Fragen oder Kommentare noch da lassen. Wir versuchen euch, wenn es geht, weiterzuhelfen. Tschüss!